Mit einer faszinierenden Bühnenshow begeisterten die Teilnehmer der deutsch-türkischen Kulturolympiade 2012 in der Messehalle Frankfurt am Main das Publikum aus Wissenschaft, Kultur und Politik. Ich glaube, dass Kultur ganz wichtig ist, um zusammenzuführen, um sich zu verstehen. Und deshalb habe ich auch gerne als stellvertretender hessischer Ministerpräsident die Schirmherrschaft hier übernommen. Türk-Alman ilişkilerine de yeni bir boyut, yeni bir hız, yeni bir vizyon, yeni bir heyecan katmıştır. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler nahmen bundesweit unter dem Motto Menschen Hand in Hand an den lokalen Vorrunden teil. Nur wenige schafften es bis ins Finale. Mit Tänzen, Musik, Gedichten und Vorträgen aus beiden Kulturkreisen verzauberten die Finalisten die Zuschauer und boten mit reichlich Lichteffekten ein kulturreiches Spektakel. Doch seid auch ihr nun edelmütig, Schwester. Lasst mich nicht machtvoll liegen. Eure Hand streckt aus. Reicht mir die königliche Rechte. Auch dieses Jahr wurden die traditionellen Volkslieder, Volkstänze und die Vielfalt der unterschiedlichen Kulturen aufs Neue entdeckt. Es wurden neue Brücken zwischen den Kulturen gebaut und gefestigt, das Miteinander gefördert und Vorurteile abgebaut. Diese Plattform rückt beide Kulturen näher zusammen. Der Aufbruch der Jugend in eine gemeinsame Zukunft durch mehr Toleranz, Liebe, Akzeptanz und Respekt wird mit dieser Veranstaltung gefördert. Kultur verbindet und ich glaube, ein wesentlicher Punkt der Integration ist, Fremdheit zu überwinden. Und wie gesagt, ich war sehr beeindruckt über das, was hier heute gezeigt worden ist. Mittlerweile, glaube ich, das dritte Mal schon dabei und ich freue mich, dass es auch unter der Schirmherrschaft des Herrn Ministers Hahn auch vonstatten geht. Das erste Licht des Tages, ein kleiner Sonnenstrahl, wenn ein Traum zu Ende geht. Die deutsch-türkische Kulturolympiade ist ein Beispiel, wie man Offenheit, gegenseitiges Verständnis und Toleranz für das friedliche und nützliche Zusammenleben beider Kulturen und Lebensstile lebt.